Hi und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute werden wir einen Kuchen backen, einen Oreo-Kuchen. Und ja, wir werden jetzt einkaufen gehen, die ganzen Zutaten. Und ja, dann nehmen wir euch mit. Das ist ja alles schon gekauft, also alles hier drin. Und jetzt brauchen wir gerade noch die Oreo-Kekse. Ich glaube, da sind sie. Aber ich habe mir überlegt, eigentlich mit solchen Keksen wäre das sicher auch gut. Mit so Lotus. Aber wir machen das jetzt mal mit den Oreos. Wir werden jetzt zur Kasse gehen und alles kaufen. Bis gleich. Wir sind jetzt wieder zu Hause und haben alles ausgepackt, was wir gekauft haben. Genau. Den Kakao weiß ich nicht, ob wir den überhaupt brauchen. Aber Stabzucker, Mascarpone, Sahne, Frischkäse, da haben wir nochmal Frischkäse, weil wir brauchen 400 Gramm. Genau. Und das wichtigste, Oreo. Genau. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir jetzt dann an, den Kuchen zu machen. 50 Gramm Butter haben wir zergehen lassen mit den Oreo-Keksen. So, also bis dahin gehen wir rein mit der Gabel. Ja, das wird was. Wenn man nichts zu Hause hat. So, ich werde jetzt die Sahne steif schlagen. Oha. Und jetzt machen wir den üblichen Sahnesteifen-Test. Tada! Ja. Wir haben keinen Quark. Ich gebe jetzt den Frischkäse in die Schüssel. 400 Gramm. Schaut auch beautiful. So, fertig. In der Zwischenzeit kalt gestellt wird, räumen wir hier etwas vor. Ich mache jetzt alleine weiter und habe jetzt die letzten, also die restlichen Oreo-Kekse in so eine Frischhaltefolie oder Frischhaltesackerl reingegeben. Und habe sie alle klein gestampft und die werde ich jetzt in die Creme reingeben. Wir haben jetzt zwar fast ein bisschen zu wenig Kekse noch gehabt, aber ich finde, das reicht vollkommen. Ja, das sind jetzt die restlichen Kekse drinnen und die werde ich jetzt vermischen. Mal schauen, ob das funktioniert, die Creme auf den Kuchenboden raufgeben. Und ich weiß auch nicht, aber ich glaube, wir müssen das dann so rauslöffeln, weil wir können es kaum irgendwie umdrehen, die Form. Aber egal. Rausstechen. Genau, rausstechen, genau.
Der Perfektionismus kommt raus. Perfekt, den hast du so schön gemacht. War mir nicht richtig. Doch, also du hast das alles reingegeben in die Form. Perfekt. Ja, ich würde sagen, also fest geworden ist. Und dann danach werden wir, ich glaube 20 Minuten oder so. Ja, und danach werden wir den probieren. Bis gleich. So, der Kuchen ist fertig. Oder beziehungsweise das Eis. Einfach mit dem Löffel so. Okay, jetzt probieren wir mal. Ching, 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 ching. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wieder chaotisch gewesen, aber das sind eben wir. Jedenfalls, es ist gelungen, es ist was geworden und ja. Und jetzt wollte ich noch etwas zeigen, beziehungsweise meine Schwester zeigt, weil es gehört meiner Schwester. Random. Einfach random. Aber das hat sie von ihrer besten Freundin bekommen. So einen süßen Totoro. Sogar mit dem. Der ist voll flauschig. Augenklappe. Augenklappe, also wenn er dann schlafen möchte. Na, so, gute Nacht. Sie hat gesagt, kann den Mund aufmachen, aber ist zu gehen. Zu gehen. Aber ist doch so flauschig. Aber wo ist der? Also da so. Mhm. Okay. Aber der ist voll süß. Ja, ich würde sagen, wir beenden das Video hier und ja, wie gesagt, wenn ihr den nachmacht, könnt ihr uns markieren und wir werden das Rezept noch unter unserem Post stellen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zuschauen. Ciao! Ciao!